Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen wunderschönen Nachmittag, auch wenn die Reihen sich stark gelichtet haben. Aber wir kommen jetzt mal zum Eigentlichen, warum diese Vorlesung überhaupt stattfindet. Und das ist das Projekt der Aufarbeitung der Geschichte des Umweltbundesamtes im Nationalsozialismus. Und das Umweltbundesamt ist natürlich sehr wohlfähig, seine Geschichte auch selbst aufzuarbeiten. Das macht man dann dadurch, indem man entsprechende Aufträge an externe Gruppen und Forschende und Darstellende vergibt. Und wir haben hier einen wunderschönen Band, 40 Jahre Geschichte des Umweltbundesamtes mit herausragenden Daten aus der Geschichte des Umweltbundesamtes. 1974, Deutschland bekommt ein Umweltbundesamt. Das Umweltbundesamt warnt 4 Jahre später bereits vor dem Klimawandel. Das Umweltbundesamt warnt vor Asbest und es gibt dann eine Umweltprobenbank, die ihre Arbeit aufnimmt. Die Abgassonderuntersuchung wird Pflicht. Mittlerweile gibt es die nicht mehr, sondern die Abgassonderuntersuchung ist in die normale TÜV-Untersuchung eingegangen. Und das Umweltbundesamt berät, und zwar in dem Fall das Bundesministerium des Innern. Der Innenminister ist damals Hans-Dietrich Genscher. Und das Amt wechselt dann 1974 noch zu Herrn Mayhofer, der dann zurücktreten muss nach dem Anschlag und nach der Entführung von Hans-Martin Schleyer 1977. Und diese 5 Jahre Hans-Dietrich Genscher als Innenminister, die werden immer gerne in der Geschichte von Genscher übersehen, aber der Außenminister ist damals noch Walter Scheel und Walter Scheel wird dann Bundespräsident als Nachfolger von Gustav Heinemann. Gustav Heinemann, auch eine sehr interessante Persönlichkeit, zunächst Mitglied der CDU, dann 1952 da ausgetreten und engagiert gegen die deutsche Wiederbewaffnung. Ein legendärer Spruch, als es sozusagen die Wahl von ihm zum Bundespräsident anstand: Lieben Sie Deutschland? Antwort: Staaten kann man nicht lieben, ich liebe meine Frau. Brillant. Ja. Gustav Heinemann hat dann als Bundespräsident auf eine zweite Amtszeit aus gesundheitlichen Gründen verzichten müssen. Und Genscher. Und der Nachfolger war dann Walter Scheel und Hans-Dietrich Genscher ist dann aus dem Amt des Innenministers in das des Außenministers gewechselt, das er ja etwas mehr als 17 Jahre dann inne gehabt hat. Zu den Wegmarken von Genschers Zeit als Innenminister gehört nicht nur die Gründung des Umweltbundesamtes und die Vorbereitung dieser Gründung, sondern auch der Umweltbericht der sozialliberalen Bundesregierung aus dem Jahr 1971, der allerdings nicht ein einziger Bericht war, sondern in mehreren Teilen publiziert worden ist. Und Genscher dann im Vorwort: die Fehler der letzten 100 Jahre lassen sich nicht in wenigen Monaten beheben. Also die FDP reklamierte damals die Zuständigkeit für die Umweltpolitik für sich aus mehreren Gründen, weil zum Beispiel auch außenpolitisch noch gar nicht so klar war, ob es denn nicht eine Umweltpolitik der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft geben wird. Und wie umfassend diese Umweltpolitik denn sein wird. Und wenn man dann schon mal für Umweltpolitik zuständig ist, dann kann man auch die Vertreter auf die europäische Ebene entsenden, die im umfassenden Sinne für die Umweltpolitik die Zuständigkeit dann reklamieren.
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird dann 1986 gegründet, in der Folge der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Erster Umweltminister, Bundesumweltminister war Walter Wallmann, vorher Frankfurter Oberbürgermeister. Und dann hat Wallmann die Kandidatur um das Amt des hessischen Ministerpräsidenten angetreten für die CDU und vollkommen überraschend die Hessenwahl gewonnen. Und deshalb war es eine sehr kurze Amtszeit, die Wallmann auch aus dem Gedächtnis quasi hat verschwinden lassen. Und der zweite Minister hat das Amt dann länger und intensiver geprägt. Das war nämlich Klaus Töpfer, der dann irgendwann mal auch zum Ehrendoktor der Bergakademie Freiberg gemacht worden ist, die Ehrendoktorwürde der Fakultät 3 erhalten hat. So. Warum ist das Umweltbundesamt in dem Sinne hier relevant und wichtig? Auf 4 Seiten gibt es ein kleines Kapitel. Das Institut für Wasser, Boden, für Wasser, Boden und Lufthygiene. Und das Bundesgesundheitsamt ist in Berlin-Dahlem 1901 bis 1994 und sein Versuchsfeld in Berlin, Marienfelde. Jetzt ist die Geschichte der WABOLU, des Instituts für Wasser, Boden und Lufthygiene, hier relativ kurz dargestellt. Man sieht zwei Damen, die im Labor arbeiten. Es gibt ein Bild des ersten Residenten, nein, nicht des ersten Residenten, das war Adolf Schmidtmann, des langjährigen Residenten Max Belinde. Na, komm. Der ja, 17 Jahre die Amtsgeschäfte geführt hat und die Amtsführung geprägt hat. Und ein Blick auf das Institutsgebäude in Berlin-Dahlem. Das Gebäude steht noch heute und ist eine Dienststelle des Umweltbundesamtes, weil mit der Auflösung des Bundesgesundheitsamtes, wo die WABOLU, das WABOLU integriert war, das WABOLU in das Umweltbundesamt aufgenommen worden ist. Das ist der letzte Punkt auf dem Zettel, den ich ausgeteilt habe, 1994. Eine beeindruckende Freifläche, die als Platz ausgestaltet ist und wer immer die Fotografie gemacht hat, im Rücken, wenn man sich rumdreht, sind die Gebäude der Freien Universität in Berlin-Dahlem und auch weitere Anlagen, zum Beispiel der verschiedenen Max-Planck-Institute. Das, naja, nicht das Erbe, die Morgengabe der, des WABOLU war die, war das Versuchsfeld in Marienfelde. Und dieses Versuchsfeld in Marienfelde ist also umfänglich geeignet, um limnologische Versuche durchzuführen. Man hat hier den Blick auf die Freiluftanlagen und interessanterweise, was ist das hier im Hintergrund, was hier entlangläuft? Gewächshaus. Da hätten sich alle drüber gefreut. Das ist die Berliner Mauer. Das heißt, Marienfelde, das Gelände war also tatsächlich unmittelbar an der Grenze des amerikanischen Sektors gelegen. Und ja, auf der anderen Seite, also Mauer, dann kommen die Grenzanlagen und dann kommt halt Acker. Die Mauer ist heute weg, da ist eine baumbestandene Allee. Und nichts erinnert mehr dran, außer einem Weg aus Betonplatten, dass da mal die Grenze verlaufen ist.
Die Anlage dieses Versuchsfeldes folgt einem ganz klassischen Muster aus der Umweltgeschichte. Alles, was irgendwie stinkt und Dreck macht, wird an die Grenze der Gebietskörperschaft verlagert. Also mit anderen Worten, alles, was bei der Probekläranlage irgendwie rumstinkt, das zieht hier schon mal über die Mauer in die DDR rüber und belästigt keine Berliner Anwohnerinnen und Anwohner. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu der Lage hier mitten in Dahlem. Also wir stellen uns mal vor, statt der Parkanlagen wären hier die Versuchskläranlage die potenziellen Nobelpreisträger im Max-Planck-Institut werden dann immer mal mit so einer Schwade da beglückt, wenn sie über die neuesten Details der Quantenphysik nachdenken. Also da ist man hier einfach weit, weit draußen. Und legendär sind die Innenanlagen der errichteten Hallen, weil sie können da Wasser mit fast beliebiger Geschwindigkeit endlos im Kreis führen und schauen, wie sich das Wachstum und das Leben im Wasser gestaltet unter definierten Bedingungen. Also wie zum Beispiel Lösemittel abgebaut werden oder Ähnliches. Und ein mich sofort überzeugender Versuch auf dem Gelände der Freiluftanlage, das sich dann in die Richtung hier noch erweitert hat. Man hat so ein Becken, ungefähr 8 Meter lang, und in diesem Becken wird eine Wellenbewegung simuliert. Und dann hat der verantwortliche Wissenschaftler 2 FFP2-Masken reingelegt und hat gesagt, jo, wir machen mal ein halbes Jahr einen Versuch. Wie sehen die FFP2-Masken nach einem halben Jahr in der Brandung aus? Dann haben wir mal einen Deckel hochgehoben und haben da drauf geschaut und ja, frisch gewaschen sehen sie aus. Ja? Also die sind überhaupt nicht zersetzt. Und das bedeutet, mit dem, was wir unkontrolliert hier fallen lassen, FFP2-Maske fällt aus der Tasche raus, wird irgendwie ins Gebüsch verweht oder kommt meinetwegen hier in den Teich rein, die halten nahezu ewig. Also es war mit bloßem Auge keine Veränderung dieser Maske erkennbar. Und natürlich geht man damit hin und zieht die raus, das würde den Versuch ja stören, sondern wahrscheinlich bewegt die sich jetzt immer noch, wenn sie den Versuch verlängert haben. Für sowas ist das Umweltbundesamt da, um über derartig triviale Dinge eben auch mal nachzudenken. So, Bildbände, bunte Bildchen, knackige Texte, haben aber das Problem, dass die Geschichte doch ziemlich vereinfacht. Und auf die Geschichte des Umweltbundesamtes hat man eigentlich nicht erwartet, also hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich da in meiner wissenschaftlichen Karriere mal drauf stoßen werde, weil das Umweltbundesamt 40 Jahre, in 2 Jahren 50 Jahre, das ist sozusagen oberste Bundesbehörde und da kommen dann Menschen normalerweise zum Zuge, die ja, in der Wissenschaftshierarchie ein paar Ebenen oben drüber angesiedelt sind. Dem ist nicht so. Nächstes Jahr, zum 1. April, wird das Projekt Die Geschichte der Barolo im Nationalsozialismus hier starten. Und ich möchte Ihnen im ersten Abschnitt heute mal zeigen, wie der Weg beschaffen sein kann, um dahin zu kommen. Und der führt zum Beispiel über so ein Band im C.F. Müller Verlag, der sitzt in Heidelberg und publiziert normalerweise juristische Literatur aus allen Bereichen des Rechts, hat sich dann etwas diversifiziert und über die Stiftung Ökologische Konzepte, die vom Öko-Institut mit Sitz in Freiburg im Breisgau und in Darmstadt getragen wird, eben genau das gemacht, was die Reihe verspricht, nämlich
alternative Konzepte publiziert. Und der Band, der federführend von Andreas Kortenkamp herausgegeben wurde, von den anderen beiden Personen natürlich auch, aber Andreas Kortenkamp als Toxikologe war tatsächlich die maßgebende Persönlichkeit, die das vorangetrieben hat, trägt den Titel Die Grenzenlosigkeit der Grenzwerte zur Problematik eines politischen Instruments im Umweltschutz. Und man sieht, es ist bereits die zweite Auflage. Und die Erstauflage war also 89, ein Jahr später zweite Auflage beim bekannten Verlag. Und Dioxine und Furane, polychlorierte Biphenyle stehen hier im Mittelpunkt und auch ein, Dioxine, Furane stehen im Mittelpunkt und zwar ausnahmsweise mal nicht im Beitrag offenbar von Ottmar Wassermann drin, Kieler Toxikologe, der ansonsten die Forschung zu diesen Substanzen in der Bundesrepublik weit mit vorangetrieben hat. Andreas Kortenkamp hat infolge der Publikation dieses Bandes in Deutschland keinen Ruf auf eine Professur für Toxikologie erhalten und ist dann nach London, nach Großbritannien emigriert, um seine wissenschaftliche Karriere weiter fortzusetzen. Man kann sagen, okay, London ist jetzt auch nicht so schlecht als Wohnumfeld, halb zog es ihn, halb sank er hin. Aber das, was hier drin stand, das war für die deutsche Toxikologie irgendwie eine Ebene zu kritisch. So, warum war das ein Problem? Argumentationsmuster bei Risikoabschätzung für chemische Substanzen im Rahmen von Grenzwertfestlegung. Das war deshalb ein Problem, weil zu dem Zeitpunkt, als dieser Band publiziert wurde, in der Bundesrepublik eine Debatte, man könnte fast sagen, tobte über die Zuverlässigkeit und die Umweltverträglichkeit von Müllverbrennungsanlagen als Technologie der Abfallbehandlung. Und es gab tatsächlich nur eingeschränkte, ja, Grenzwerte, an denen sich die Anlagen zu orientieren hatten. Und es gab zum Beispiel damals noch keine kontinuierliche Messung der Dioxinemissionen, die solche Anlagen produziert haben. Und im Rahmen der Genehmigungsverfahren, also so eine Anlage muss genehmigt werden, die wird dann beantragt, dann wird die Kapazität festgelegt und dann führt eine Behörde, zum Beispiel ein Regierungspräsidium, ein Genehmigungsverfahren durch, beurteilt also die Planung einer anderen Behörde und dieses Genehmigungsverfahren ist justiziabel, das heißt, es können Betroffene gegen den Planfeststellungsbeschluss dann klagen, weil sie ihre Rechte beeinträchtigt sehen. Und bei diesem Genehmigungsverfahren gab es einen spektakulären Fall, das war die Müllverbrennungsanlage in Weißenhorn. Weißenhorn liegt bei Neu-Ulm, also gegenüber von Ulm, auf der bayerischen, in der bayerischen Donauseite. Also Ulm ist noch Baden-Württemberg, Neu-Ulm ist dann Bayern und Weißenhorn sollte also eine Müllverbrennungsanlage bekommen, die nach Auffassung der Menschen vor Ort überdimensioniert war und außerdem nicht umweltverträglich. Naja, und dann gab es einen Streit der Gutachter und die Anwälte und die Rechtsabteilung tauschten ihre Noten aus und die Gegner der Müllverbrennungsanlage hatten im Stadtrat in Weißenhorn die Mehrheit. Kurz vor der entscheidenden Abstimmung. Und dann ist man musste damals repräsentativ eine Person gefunden werden, als sozusagen Musterkläger. Diese Person war, wie sich im Nachhinein herausstellte, unglückseligerweise Architekt. Und der Anwalt in der Vertretung der Rechtsinteressen
seines Mandanten herausragend, weil er hat eine super Abfindung herausgehandelt. Die Stadt Weißenhorn hat das Haus des Architekten gekauft, ihn quasi dauerhaft mit Aufträgen weiterhin eingedeckt und daraufhin war die Klage erledigt. Ja, Vergleich geschlossen, Klageziel erfüllt, Kläger aus der Klage sozusagen herausgekauft und da er gleichzeitig Mitglied im Stadtrat war, kippte dann die Mehrheit zugunsten der Müllverbrennungsanlage. So macht man das, wenn man eine Anlage durchsetzen will. Dieses Buch spielte in dieser Auseinandersetzung eine zentrale Rolle, weil es eine der wenigen Literaturstellen war, die kritische Umweltpolitik betrieben haben, die Kritik an bestehenden Zuständen zitierfähig ins Bücherregal auch seriöser Bibliotheken gebracht haben. Ja, also das war jetzt nichts, was der Esoterikladen irgendwie um die Ecke vorhält, sondern das findet man schon so in diversen Unibibliotheken. Ich habe damals für ein Beratungsbüro gearbeitet, das sich auch mit so Planungen von Müllverbrennungsanlagen auseinandergesetzt hat. Und in der Summe meines bescheidenen Wirkens, zu dem auch andere ihren Beitrag geleistet haben, sind damals etwa 1,8 Milliarden D-Mark volkswirtschaftlich umgeleitet worden, weil so verschiedene Anlagen eben nicht über das Stadium einer Entwurfszeichnung dann hinausgelangt sind. Ja, in diesem Kontext kommt man als Langzeitstudent in Kontakt, wenn man sich für Chemiegeschichte entschieden hat, dann ist die Frage, wenn wir jetzt wirklich Chemiegeschichte im herkömmlichen Sinne machen, wann hat wer aus welchen Gründen welche Verbindung synthetisiert? Naja gut, das kann man machen, aber es lockten da interessantere Dinge. Und zu diesen interessanteren Dingen gehörte das Buch von Gerd Stelzberg, Rauchklage. In der Erstausgabe im Kölner Volksblatt Verlag erschienen. Das hört sich schon alternativ an. Entsprechend hatte der Verlag keine ökonomische Basis und ging dann pleite. Ich habe sogar die Erstausgaben. Im Alano Verlag. Und dann war es der Volksblatt Verlag und dann sind die Dinge eigentlich in den Kreno Verlag übergewandelt. So war es. So, Gerd Stelzberg war ansässig in Aachen, ist später gewechselt zur Verbraucherberatung und Gerd Stelzberg hat über die Geschichte der Umweltbelastung mit Schwefeldioxid gearbeitet, also Luftverunreinigung. Und auch Aachen hat so seine Kohlereviere im Umfeld. Eschweiler ist da zu nennen, mit einem riesen Braunkohlekraftwerk. Und Dreiländereck, Belgien, Niederlande, Aachen, auch mit dem entsprechenden Kohleabbau bei Limburg, da war halt öfters mal dicke Luft. Also die Frage hat in der Diskussion, die dann 1984 zum Bundesemissionsschutzgesetz geführt hat, hat in dieser Diskussion die Quatsch, 74 war das Emissionsschutzgesetz, aber 84 stand an, dass die Grenzwerte dann neu gefasst werden sollten und 83 kam es zur Großanlagenfeuerungsverordnung als Bundesemissionsschutzverordnung auf Grundlage des Bundesemissionsschutzgesetzes und die Frage war, hat Luftverunreinigung Geschichte und insbesondere das Waldsterben oder ist das ein Phänomen der 1970er Jahre? Und als die Regierung in Bonn wechselte, nach dem konstruktiven Misstrauensvotum, das Helmut Kohl in der Abstimmung gewonnen hat, und dann nach der Bundestagswahl 1983, wurde Friedrich Zimmermann von der CSU Bundesinnenminister, trat gegen ein Tempolimit und manchmal für ein Tempolimit ein und erhielt jedenfalls auf den Fluren der europäischen Gremien, in denen er die Bundesrepublik manchmal vertrat, den Beinamen Le Waldsterben.
Also wenn Zimmermann kam und was über Luftverunreinigung erzählt hat, vor allem auch im Elsass und durch die Straßburger Industrie und wie Kehl in Baden-Württemberg dann leidet, dann war das Le Waldsterben. Vor allem weil im Schwarzwald auch der Wald gestorben ist und bekanntermaßen Westwindlagen vorherrschen. Das heißt, der Dreck ist dann halt von der Schweiz und von Frankreich in die Bundesrepublik transportiert worden. Wenn die Rauchklage diskutiert wird, dürfen die Wassernöte nicht fehlen. Thomas Kluge, Engelbert Stamm zur Geschichte des Trinkwassers. Auch hier sind wir wieder im Kölner Volksblatt Verlag, vorher Alano Verlag. Sie sehen den altbekannten Lektorat Gerd Spielsberg. So, und in diesem Werk von Kluge, also Thomas Kluge und Engelbert Stamm haben dann auch im Weiteren umweltpolitisch publiziert, das brauchen Sie ja nicht zu interessieren, aber in diesem Werk von Kluge und Stamm ging es dann also um die Qualität von Wasser aus Talsperren für die Trinkwasserversorgung und interessanterweise um ein System, ein sogenanntes Saprobien-System. Und dieses, die Unterteilung brauchen uns hier nicht so interessieren, aber die Saprobie ist also ein Leitsystem für das Auftreten von Organismen in Gewässern und lässt Rückschlüsse auf die Reinheit des Gewässers zu. Und das geht von Bakterien hin bis zum Aal oder zur Regenbogenforelle oder zum Hecht. Und je anspruchsvoller die Art ist, egal ob Tierart oder Pflanzenart, desto sauberer, nährstoffärmer ist das Wasser. Nährstoffarmes Wasser ist eigentlich ein Kraus für die Limnologen, weil für die ist nur Wasser interessant, wo die Nährstoffe, also für den Limnologen und die Limnologin ist Wasser eine verdünnte Nährstofflösung. Und je konzentrierter die Nährstoffe sind, desto mehr wächst im Wasser und desto mehr lebt und desto mehr tut sich, bis das Gewässer umkippt. Aber ansonsten sind eigentlich nährstoffarme Gewässer, die sauber sind, eben arm an solchen normalerweise dann das Wasser für den menschlichen Genuss nicht mehr eignungsfähig machenden Bewohnern. So, und das Saprobien-System wurde von den Herren Marson und Kolkwitz von der Prüfanstalt entwickelt. Und die Prüfanstalt finden Sie auf dem ausgeteilten Stück Papier. Die Königliche Versuchs- und Prüfungsanstalt 1901 für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung. Das ist die hier zitierte Prüfanstalt. Und Kolkwitz und Marson waren zwei Wissenschaftler, die da relativ früh gearbeitet haben und das System entwickelt haben. Und in dem Moment, wo sie das System entwickelt haben, ist die Prüfanstalt gut. Und als sie das System dann anwandte und sagte auch, naja, so verschmutzt ist der Fluss hier noch nicht, da lebt noch was, da kann noch Abwässer rein, dann war die Prüfanstalt böse. Also in diesem Buch ist hier sehr stark mit Gut und Böse gearbeitet worden. Und das war auch eine Aufgabe, Seminarvortrag, neue Literatur zur Umweltgeschichte, hatte die Kommilitonin Birgit Siemen, die über die Abwasserverunreinigung durch Sulfid-Zellstoffanlagen promoviert hat, und ich. Wir hatten die Aufgabe, dieses Buch vorzustellen und haben es also ziemlich zerlegt. Gut, wenn es zerlegt ist, muss ja irgendwie was Besseres an diese Stelle treten, auch wenn das Werk dann unbefriedigend ist. Und die Inspiration
kam dann zum Teil durch Brückenmeier-Rommelsbacher, besiegte Natur, Geschichte der Umwelt im 19. 20. Jahrhundert. Auch hier schön malerisch mit Rauchfahnen. Rauchfahnen geben optisch was her, im Gegensatz zu Gewässern, aber es zeigen ja noch Gewässer, was optisch was hergibt. Hier ist praktisch die Crème de la Crème versammelt, die Anfang der 1980er in Umweltgeschichte was geschrieben hat. Rolf-Peter Siefele, in der sehr auf dem Energiesektor, in der Zwischenzeit verstorben, gibt gesammelte Werke von ihm, das muss man auch erstmal schaffen. Brückemeier, dann Professor in Freiburg im Breisgau für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte. Thomas Rommelsbacher, auch einer der prägenden Autoren, das natürliche Recht auf Wasserverschmutzung. Andersen, Brückemeier, Gas, Rauch und saurer Regen. Engelbert Schramm, Umweltgeschichte des Bodens und noch vier andere Beiträge. Und René Ott hat dann auch mit Andersen und Schramm zusammen produziert, also man kannte sich und hat die Anfänge prägen können. Rolf-Peter Siefele hat dann die Fortschritte der Naturzerstörung herausgegeben und hat englischsprachige Studien gesammelt, die er ins Deutsche übertragen hat, zum Beispiel auch über die frühe Umweltkrise im 14. Jahrhundert. Sie sehen, alles was angekreuzt ist, fand ich irgendwie mal wichtig, als mir das Buch in die Hände fiel, bis auf die Wurzeln der New Conservation Bewegung, die mich ehrlich gesagt nicht so interessiert hat, fand ich eigentlich alles wichtig. Alkalifabrikanten, der große Gestank in London 1858, Donald Worcester, Dust Bowl. Gut, das ist jetzt ein Insiderwitz. Und zum Beispiel zum Wandel der Vorstellung über den menschlichen Lebensraum. Na gut, Rolf-Peter Siefele, Perspektiven einer historischen Umweltforschung über etwas mehr als 60 Seiten, zeigte, wo es lang ging. Und leider ein Buch, das entscheidende Buch, ja, das kann ich Ihnen nicht präsentieren. Für den zwischendrin, ach nee, das ist okay, erzählen wir das erst fertig. Das ist nämlich von Klaus-Georg Bey, Geschichte der Umweltpolitik in Deutschland. Schmales, grünes Bändchen, hat sich irgendwie vor mir im Büro versteckt. Und im Anhang gab Bey eine Aufstellung von Aktenbeständen, die noch niemand bearbeitet hatte. Und die seiner Auffassung nach ja, offen mal auf relevante Fragestellungen untersucht werden könnten. Und im Rahmen dieser Aktenbestände gab es den Bestand im Bundesarchiv, damals in Koblenz gelegen, R354, die Reichsanstalt für Wasser und Luftgüte. Und wenn Sie wiederum die tabellarische Übersicht zu Rate ziehen, dann sehen Sie im Schnelldurchgang, dass sich aus der Königlichen Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung über die Königliche Landesanstalt für Wasserhygiene, die Preußische Landesanstalt für Wasserhygiene entwickelt hat, die dann zur Preußischen Landesanstalt für Wasser, Boden und Lufthygiene wurde, Abkürzung BABOLU, und die wurde 1942 zur Reichsanstalt für Wasser- und Luftgüte, und deshalb sind die Akten im Bundesarchiv gelandet. Und das Bundesarchiv hat gesagt, das ist die erste behördliche Institution, die fast eine reichsweite, die dann eine reichsweite Zuständigkeit beanspruchen konnte, und deshalb legt man so ziemlich alles auf. Was 12.500 Akten macht, mittlerweile sind 500 Personalakten noch hinzugekommen, die das Umweltbundesamt spontan entdeckt hat, von wahrscheinlich doch sehr interessantem Inhalt. Naja, und dann nach Abschluss meiner Diplomarbeit 1992, so in der Sinnkrise, war dann die Frage, was machst du jetzt? Deutscher Akademiker, und dann hatte ich, was passiert nun, die nächsten 30 Jahre. Dann habe ich also den Bey zur Hand genommen mit seiner Aufstellung an Aktenbeständen,
bin ins Bundesarchiv nach Koblenz gefahren. Das liegt eine Stunde 20 Minuten von meinem Elternhaus entfernt. Konnte also mit Sozialanschluss abends wieder nach Hause fahren und da nächtigen. Und dann habe ich mir ein paar Akten bestellt aus dem, was Klaus-Georg Weide angegeben hatte. Und war halt zwischenzeitlich damit befasst, Grenzwerte zu betrachten und in Müllverbrennungsanlagenverfahren zu argumentieren. Und ich habe mich immer über die Selbstsicherheit der Toxikologen, der Antragsteller gewundert. Also Kai Handel als ehemaliger Kollege hier, dann Präsident der Fachhochschule in Konstanz, hat gesagt, ja, der Toxikologe ist papstähnlich, also er führt sich auf, als wäre er unfehlbar. Im Gegensatz zum Papst gedachten die bundesdeutschen Toxikologen von der Unfehlbarkeit Gebrauch zu machen. Naja, und dann habe ich so meine Akten studiert, die ich mir bestellt hatte, und habe festgestellt, das ist das sehr interessant, die Empfehlungen, die diese Gutachter der Barbolo ausgesprochen haben, die standen immer im Einklang mit der grobsinnlichen Wahrnehmung. Was ist die grobsinnliche Wahrnehmung? Die grobsinnliche Wahrnehmung, es war ja nur eine Stichprobe, auf den Clou bin ich erst später gekommen, die grobsinnliche Wahrnehmung findet statt im Rahmen einer Ortsbesichtigung des Gutachters, und der Gutachter fährt zum Beispiel nach Böhlen, also südlich von Leipzig gelegen, und kann ab dem Bahnhof Leipzig-Connewitz eine graue Verfärbung des Schnees feststellen, die mehr und mehr in Schwarz übergeht und ihn zum Standort des Kraftwerks leitet, das er an mächtigen Dampf- und Rauchwolken bereits von Ferne erkennt. So, und dann ist die grobsinnliche Wahrnehmung, wenn auf der Zunge ein, ganz allgemein gesprochen, wenn auf der Zunge ein pelziger Geschmack festzustellen ist, dann ist Schwefeldioxid in der Luft. Und wenn das nicht pelzig schmeckt, dann lohnt es sich eigentlich gar nicht, dass gemessen wird. So unzuträglich die Methode auch sein mag. Wenn die Augen anfangen zu tränen, ist etwas mehr Schwefeldioxid in der Luft. Und wenn die Gesichtshaut unterhalb der Augen anfängt zu prickeln, dann ist wahrscheinlich das, was getan werden muss. Das war so in etwa die Abstufung der grobsinnlichen Wahrnehmung. Die grobsinnliche Wahrnehmung wird unterstützt, indem man so mal unauffällig an einem Gartentisch oder einer Parkbank vorbeigeht und mit der Hand so drüber streicht. Und wenn die Hand schwarz ist, dann ist offenkundig Ruß niedergeschlagen worden. Also wenn hier die Hand weiß ist, ist es Kalk, keine Kreide. Ist es Gips, Entschuldigung, das Zeug ist aus Gips, nicht aus Kalk. Und wenn es schwarz ist, dann war es halt Ruß. So. Und mehr hat man eigentlich nicht gebraucht, außer noch einzuatmen und festzustellen, ob es noch nach irgendwas anderem riecht. Und dann war ja aus der Entwicklung der chemischen Analytik her klar, dass heute diese Methoden, die da beschrieben worden sind, um chemische Analysen durchzuführen, keine Anwendung mehr gefunden haben. Und sie haben natürlich deshalb keine Anwendung mehr gefunden, weil die Ergebnisse der heutigen Methoden um Größenordnung bessere und genauere und präzisere Ergebnisse gegeben haben. Und man mit denen zuverlässig in Konzentrationsbereichen messen kann, die sich der menschlichen Sinneswahrnehmung entziehen. Und das war der Ausgangspunkt für eine fünfjährige Arbeit, die ihren Niederschlag in diesem Werk gefunden hat, was sozusagen unter dem Namen meiner ersten Ehefrau publiziert ist. Und das ist die Dissertation, und die Dissertation weist nach, dass die Empfehlung der Gutachter der Preußischen Landesanstalt für Wasserboden und Lufthygiene, nachfolgend der Reichsanstalt für Wasser- und Luftgüte, aufgrund ihrer Sinneswahrnehmung erfolgten und weil sie ihren Körper als Messinstrument eingesetzt haben und nicht, weil die eingesetzte chemische Analytik so toll war. Und der Clou jetzt,
Ich habe dann, als der Projektantrag schon genehmigt war, nochmal eine Studie, nochmal eine Akte gezogen. Ich habe mir einfach blindlings eine Akte kommen lassen und das Gutachten zur Wasserbelastung kopiert. Und auf der ersten Seite steht der Satz, wie unsere grob sinnliche Wahrnehmung zeigte, ist die Saale nur mäßig belastet. Da habe ich gedacht, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Weil so verrückt, dass sie Geschmacksproben nehmen, sind sie nicht. Also das machen sie nicht. Das macht man im Trinkwasserwerk, um zu verkosten, ob das Wasser, was man in die Leitung gibt, den Qualitätsanforderungen genügt. Aber das macht man nicht, wenn man mit dem Boot auf der Saale rumfährt. Und dann ist mir klar geworden, dass in dem erstatteten Gutachten die Saprobie überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also alle limnologischen Aspekte tauchen da überhaupt nicht auf. Und das wiederum bedeutet, dass die Gutachter, die die Wasserverunreinigung begutachtet haben, ihre limnologische Erfahrung, über die sie ja verfügen, also die sehen, ob da ein Aal schwimmt oder welche Alge da schwimmt oder ob da nichts schwimmt, ihre limnologische Erfahrung genutzt haben, um sich chemische Messungen und Analysen zu ersparen. Weil wenn ich limnologisch feststellen kann, bei einem bestimmten Reinheitsgrad ist eben die Saprobie vorhanden, dann kann ich bei der Analyse sozusagen etwas schneller und dynamischer umgehen. Und um einen Eindruck zu vermitteln, um welches Ausmaß an Verschmutzung es sich so gehandelt hat, mit dem die Menschen, mit denen die Gutachter da zurechtkommen mussten, zeige ich Ihnen eine Kopie aus dem Buch Pesticides and Pollution. Und das zeigt die Gewässerbelastung in Großbritannien Ende der 1950er Jahre. Und was man hier schön sehen kann, und da gibt es auch vergleichbare Bilder von der Saale, ist die Schaumbelastung des Flusses Trent bei Nottingham, also etwas unterhalb von Nottingham. Und hier sieht man die Schaumkronen, die durch die Verwendung phosphathaltiger Waschmittel entstehen. Und wenn die Klärleistung in der Kläranlage unzureichend ist, dann kann es auch schon mal sein, dass so viel Schaum entstanden ist, dass da aus der Kanalisation emporquillt und sich die Schaumkronen in der Straße sammeln. Das ist besonders deshalb unappetitlich, weil ja durch die Kanalisation alles Mögliche weitere schwimmt, was man so im Ruhrgebiet als Brockelkötte bezeichnen würde. Also was man gerne mit seiner Toilettenspülung entsorgt und loshaben will, und dann kommen halt die Keime und die Bakterien auf diese Art und Weise über den Luftweg zurück. Und da muss natürlich was passieren. Das sind halt Bilder aus Großbritannien. Okay, Pech gehabt, United Kingdom, aber das gibt's aus deutschen Städten, war die Situation da vergleichbar unter der Voraussetzung, dass genügend phosphathaltige Waschmittel verfügbar waren. So, dann muss man mal schauen, wie war denn die Situation bei der Luftverunreinigung? Können wir dazu was sagen? Ja, können wir. In der Akte, die Brühl betrifft, sieht man aus dem Jahr 1942 ein Arbeiter, der Asche aus einer Gleisanlage schaufelt. Und das macht er alle 3 Tage. Das ist das, was das Kraftwerk Brühlen emittiert hat und was sich auf dem Werksgelände niedergeschlagen hat. Und im oberen Bild, das ist ein bisschen schwer zu sehen, aber wenn Sie hier die schwarzen Haufen sehen, das sind also die freigefegten solchen Latten als Niederschlag, durch den man ansonsten hindurchläuft.
Ja, und das ist natürlich irgendwie beeindruckend. Das findet man dann bei Systematisch Markenstudium, also das springt da nicht von Anfang an an. Ja, das ist, gehört sozusagen mit dann zu den Resultaten des Werkes. Aber bis zum Werk war ein längerer Weg und ein sehr angenehmes, sehr schönes Buch meiner Meinung nach, 1984 von Michael Engel, die Geschichte Dahlems. Und die Geschichte Dahlems ist im Berlin Verlag Arno Spitz erschienen. Michael Engel war in der Berliner Staatsbibliothek zuständig für die Bereiche Biologie, Chemie und Physik. War also der oberste Bibliotheksreferent da und hatte eine historische Ader, die sich vorzugsweise in der Chemiegeschichte niederschlug. Und die Geschichte Dahlems umfasst eben die Entwicklung der Domäne Dahlem. Und die Domäne Dahlem war eine preußisch-königliche Domäne, also ein Landgut, was bewirtschaftet worden ist. Preußisches Ministerium für unter anderem Kultus, Domänen und Forsten. Und da war einfach Platz. Weil, warum? Frage ist sozusagen an die jüngere Generation, warum heißt denn das Brandenburger Tor Brandenburger Tor? Weil es an der Stadtgrenze steht. So ist es. Das Brandenburger Tor war mal die Stadtgrenze nach Brandenburg. Deshalb heißt es Brandenburger Tor. Das hat sich etwas geändert. Und die Frage war eben, wo findet eine Berliner Universität nach den Plänen, wo findet eine Berliner Universität Platz unter den Linden? Ja klar, ist jetzt das Hauptgebäude, heißt Humboldt-Universität. Aber die Pläne, die Wilhelm von Humboldt so geschmiedet hat, die sind eigentlich erst deutlich nach seinem Tod aus dem Archiv ausgegraben worden. Und eigentlich ist die Humboldt-Universität gar nicht so nach Humboldts Vorstellungen zusammengefasst worden, aber irgendwie dann doch. Aber für Forschungsinstitute als solches war eigentlich im Stadtzentrum wenig Platz. Also es gibt tolle Bücher über Wilhelm und Alexander von Humboldt, die dann zeigen, wie sie sich hier Berlin konstruieren und zusammenbauen. Peter Korneffel hat da eine sehr schöne Studie vorgelegt. Aber für Preußen und für das Kaiserreich um 1900 fehlte der Platz, aber man hatte diese Domäne. Und in dieser Domäne sollte also ein deutsches Oxford entstehen. Das war der Plan. Und wenn da genügend Platz ist, dann kann man großzügig planen und zu den Einrichtungen, für die großzügig, also Sie sehen, Gut und Domäne Dahlem, Dahlemdorf, Dahlem vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann kommen so die öffentlichen und privaten Einrichtungen, also Dahlemer Neubauten, der Eiskeller unter der Dorfmauer, der Grunewald in der Nachbarschaft. Und dann kommen so Gymnasien, karikative Einrichtungen und plötzlich kommt die Dahlemer Schnellbahn und die Dahlemer U-Bahnhöfe. Das heißt, das Gelände wird systematisch erschlossen. Dann kommen die wissenschaftlichen Einrichtungen, oberste Fachbehörden in Dahlem, Kapitel 6.3, die Königliche Landesanstalt für Wasserhygiene, Königliche Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung. Auf einer Seite, also auf einer Seite, die über zwei Seiten geht, findet sie in diesem anhaltenden Werk Erwähnung, dass sich ansonsten mit der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, den Instituten und den weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen auseinandersetzt. Hier hinten kommt nochmal die Preußische Landesanstalt für Wasser, Boden und Lufthygiene, diesmal so auf irgendwie zwei Seiten. So. Und das war, also mit der Institutsgeschichte ist sich dann auseinandergesetzt worden,
im Rahmen von Studien über die Entwicklung der Kompetenzen preußischer Kommunen zum Beispiel und im Wesentlichen Institutsgeschichte bis zum Ende der Weimarer Republik. Und das möchte im Zuge, und da sind wir dann doch wieder bei der Vorlesung hier, im Zuge der Bearbeitung der Geschichte verschiedener Ministerien das Umweltbundesamt jetzt ändern. Und deshalb das Forschungsprojekt, von dem wir aufgrund unserer Vorstudien profitieren. Und wenn wir gerade einmal die Namensänderungen Revue passieren lassen, was wir ja schon gemacht haben, dann kann man sehen, vorgesetzte Behörde, Preußisches Ministerium für geistliche Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, ab 1911 Innenministerium, ab 1919 Ministerium für Volkswohlfahrt bis zu dessen Auflösung, ab 1932 wieder Innenministerium, dann Reichs-Preußisches Ministerium des Innern, wobei das immer noch das Ministerium war, aber die unmittelbar vorgesetzte Dienstbehörde wurde ab 1935 das Reichsgesundheitsamt. Dann wieder das Reichs- und Preußische Ministerium des Innern bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Dann in Berlin das Zentralinstitut für Hygiene und Gesundheitsdienst. Ab 1948 das Robert-Koch-Institut für Hygiene und Infektionskrankheiten. 1953 das Bundesgesundheitsamt. 1962 Bundesministerium für Gesundheit. 1972 Bundesministerium des Innern. Das ist dann also wieder Genscher. Und 1994 das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, wobei diese Zuständigkeit erst 1994 übergeht, also 8 Jahre nachdem das Umweltbundesministerium gegründet worden ist. Bis dahin hat das WABOLU für das Gesundheitsministerium begutachtet bzw. fürs Innenministerium. Ja, dann hat man die Namen der Leiter bzw. Präsidenten. Bemerkenswert ist die kurze Präsidentschaft von Erich Naumann, der immerhin auch ein Parteibuch der NSDAP im Gepäck hat. Das heißt, die NS-Geschichte währt einfach in die deutsche Nachkriegszeit mit hinein. Auch die DDR hat sich um die Aufarbeitung bemüht, aber die Bundesregierung bemüht sich eben auch drum. Die Bundesrepublik bemüht sich auch drum. Man muss allerdings auch ehrlich einräumen, dass so richtig die Aufarbeitung erst nach 1990 Fahrt aufgenommen hat, als vor allem auch die Akten an die Bundesbehörden zurückgegeben worden sind und nicht zum Beispiel im Berlin Document Center verwahrt worden sind. Darüber haben Sie ja ganz am Anfang ja mal gesprochen. Das hat sich in der Zwischenzeit zum Beispiel herausgestellt, dass in freien Wahlen im Landtag von Schleswig-Holstein in den 1950er Jahren die NSDAP die Mehrheit bekommen hat, wenn man die früheren Mitglieder der NSDAP nach diesem Parteibuch mal beurteilt, quer durch alle Fraktionen, die da vertreten war, eine Mehrheit von Mitgliedern der NSDAP. Das ist schon bemerkenswert. So, okay, was haben wir als prägende Persönlichkeiten und als historisch bemerkenswerte Entwicklung anzubieten? Prägende Persönlichkeiten, da wird immer von der Person der jeweiligen Präsidenten ausgegangen, beziehungsweise der Leiter. Also Adolf Schmidtmann hat als erster Leiter das entscheidende Memorandum verfasst, das zur Gründung dieser Versuchs- und Prüfungsanstalt geführt hat. Rudolf Abel, immerhin für 5 Jahre wirksam, Otto Finger nicht so richtig, Max Berninde für 17 Jahre. Ablösung durch Hans Lehmann, auch Hans Lehmann, Mitglied der NSDAP und in den Jahren zwischen 1934 und 1938. Lehmann war Mitarbeiter der Lufthygienischen Abteilung und die Äußerung gegenüber dem Abteilungsleiter
den weiteren Wissenschaftlern in der Abteilung sind überraschend, weil es ist von diesen 4 Jahren an der Industriefreundlichkeit keine Spur. Also Lehmann möchte tatsächlich Maßnahmen zum Beispiel zur Entstaubung der Abgase durchsetzen. Sehr überraschender Befund. Nach seinem Tod ist das Makulatur und es ordnet sich wahrscheinlich das Verhalten und die Tätigkeit der Behörde in die Bestrebungen erstens zur Aufrüstung und zweitens dann zur Kriegswirtschaft ein. So, 1942, Beförderung zur Reichsanstalt für Wasser- und Luftgüte. Wir haben das letzte Mal über die Sonderkommissare gesprochen und tatsächlich gab es einen Generalinspektor für Wasser und Energie, dessen Wirken Bernhard Stier als Historiker der deutschen Elektrizitätswirtschaft hauptsächlich unter dem Aspekt betrachtet, die Versorgung mit Elektrizität sicherzustellen für die deutsche Kriegswirtschaft. Allerdings hat der Generalinspektor auch auf dem Gebiet des Wasserbaus gewirkt, nur darüber ist wenig bekannt, weil die Aktivitäten im Hinblick auf die Energiewirtschaft einfach spektakulärer gewesen sind und deshalb mehr das Interesse gefunden haben. Die befürchtete Kompetenzausweitung dieses Generalinspektors führt dann dazu, dass das Reichs- und Preußische Ministerium des Innern sozusagen zum organisatorischen Gegenschlag ausholt und 2 Behörden, die zunächst nur preußische Kompetenz haben, formal zu Reichsbehörden befördert. Das ist das Robert-Koch-Institut und das ist die Reichs- und Preußische Landesanstalt für Wasser, Boden und Lufthygiene, die dann zur Reichsanstalt für Wasser- und Luftgüte zum 1. April 1942 befördert wird. Es gibt eine ausführliche Verhandlung zwischen dem preußischen Finanzminister Johannes Popitz und dem Reichsfinanzminister und ihren Stäben. Und dann wird also darüber diskutiert, aus welchem Etatposten künftig die Gehälter bezahlt werden. Und im Weiteren stellt dann ein Vertreter der preußischen Delegation die Frage, dass ja als Ergebnis der heutigen Sitzung festgestellt werden könne, dass das Land Preußen durchaus noch existent sei. Worauf dann die Diskussionsleitung sagt, solche komplexen staatstheoretischen Fragen wollen wir heute nicht erörtern, sondern sind zufrieden, dass wir geklärt haben, wie die Finanzierung der Institution denn künftig vonstatten geht. So. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf das preußische Staatshandbuch. Ich hatte Ihnen den etwas schlechten Scan aus dem Jahr 1926 präsentiert. Das ist die Ausgabe von 1939, der 141. Jahrgang. Da kann man sagen, ja, die Kopierer in der Universitätsbibliothek in Freiberg sind leistungsfähiger als die Scanner in der SLUB in Dresden. Und es ist vollkommen klar, wer in Preußen sozusagen den Stab in der Hand hält, das ist Hermann Göring, der als Repräsentant des preußischen, der obersten Staatsbehörde, als Ministerpräsident und führende Person des Staatsministeriums sich hier einmal verewigt hat. So. Und dann können wir, also jetzt gibt es wieder sozusagen den Gang durch die Kopie. Man hat das Staatsministerium, der Ministerpräsident Göring, Generalfeldmarschall, Beauftragter für den 4-Jahres-Plan, Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Reichsforstmeister und preußischer Landesforstmeister, Reichsjägermeister, Präsident des Reichstags und Präsident des Staatsrats.
geht eigentlich nur Adolf Hitler mehr. Ja? Aber mehr geht eigentlich nicht. Also wenn Hitler einen Herzinfarkt bekommen hätte oder einem der Attentate zum Opfer gefallen wäre, wäre nach der Ämterfülle Göring sofort der legitime Nachfolger gewesen. So, dann sehen Sie Staatsminister Dr. Popitz, Professor Dr. Popitz, Finanzminister. Rust für die Wissenschaft, Kerl für die Kirche, Daré für Ernährung und Landwirtschaft, Dr. Frick, Minister des Innern, Selte Arbeitsminister, den hatten wir das letzte Mal, Dortmüller, Verkehrsminister, das war der, der die Reichsbahn geleitet hat, und Funk, Wirtschaftsminister. So. Frick, darf ich in Erinnerung rufen, die entscheidende Persönlichkeit deutscher Innenpolitik, weil er nämlich als Innenminister in Thüringen Adolf Hitler einbürgert. Hitler ist bis dahin staatenloser Ausländer und könnte jederzeit nach Österreich abgeschoben werden. Und als in der Thüringer Landeskoalition die NSDAP in die Regierung eintritt, beansprucht Frick das Innenministerium und bürgert eben Hitler ein. Und ab da hat Hitler die deutsche Staatsbürgerschaft. Und kann zum Beispiel in der Reichspräsidentenwahl gegen Hindenburg und Thälmann antreten. So, ich will jetzt nicht den Staatsrat als solches durchgehen. Da ist jede Menge nationalsozialistische Prominenz vorhanden, sondern ich hatte ja erwähnt, und das sehen wir ja auch hier in der schematischen Übersicht, Preußisches Ministerium für Volkswohlfahrt, 32 aufgelöst, und das Reichsministerium des Innern ist dann das zuständige Ministerium für die Wahrholung. Und das Reichsministerium des Innern wird ebenfalls geführt von Frick. Und das Interessante sind dann auch die weiteren Abteilungen, die dieses Reichsministerium aufweist. Erste Abteilung die Zuständigkeiten waren im Inhaltsverzeichnis, genau. Nicht durcheinander bringen lassen. Das 2 haben wir hier oben. So, muss man das nochmal nehmen. Die Ministerien, Reichsministerium des Innern und Reichsführer SS, Hauptamt Ordnungspolizei, SS Hauptamt, Sicherheitshauptamt, des Reichsführers SS, Rasse- und Siedlungshauptamt, also Polizei und Rassenhygiene als Programm. Und die Abteilung 1, wo haben wir sie denn? Abteilung 2 ist Beamtentum und Verwaltung. Gemeinschaftlicher Geschäftsbereich ist die allgemeine Verwaltung. Und die Abteilung 1 ist sozusagen die allgemeine Verwaltung. Abteilung 3 Veterinärwesen. Abteilung 4 die Volksgesundheit. Und in der Abteilung 4 für die Volksgesundheit unter anderem aufgeführt die Landesanstalt für Wasser, Boden und Lufthygiene. Genau. Abteilung 5, Kommunalabteilung, 6, Deutschturm und so weiter. Reichs- und Staatskommissar für die Überleitung im Mebelgebiet in Gubinen, für die Überleitung am Polen in Danzig, für die Überleitung am Polen in Schneidemühl und Reichs- und Staatskommissar für die Übergabe und Überleitung des oberschlesischen Abtretungsgebiets in Oppeln. Und dann kommt schon das Finanzministerium. So, was haben wir für die Arbeit und die Zuständigkeit der WABOLU im Angebot?
Fernsprecher zum Beispiel mit neuen Nummern. Aber Geschäftsanweisung, die Anstalt soll die auf dem Gebiet der Wasserversorgung und Beseitigung der Abwässer und Abfallstoffe sich vollziehenden Vorgänge in Rücksicht auf deren gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen Wert verfolgen, dahin gehörende Ermittlungen und Prüfungen veranlassen, Untersuchungen im Auftrag der Ministerien und auf Antrag von Behörden und Privaten gegen Gebühr ausführen, den Zentralbehörden und Erfordern des vorgesetzten Ministers Auskunft erteilen und Gutachten im öffentlichen Interesse erstatten. Durch Erlass des Ministeriums oder des Ministers für Volkswohlfahrt vom 25. April 2023 erstreckt sich die Tätigkeit der Anstalt in demselben Sinne auch auf das Gebiet der Reinhaltung bzw. Verunreinigung von Boden und Luft. Dann haben wir jetzt hier in der Zwischenzeit 6 Abteilungen. Chemische Abteilung 1 und 2, hätten auch 7 sein können. Wassertechnik, biologisch, zoologisch, hygienisch, bakteriologisch und die Verwaltungsabteilung. Dann kommt die Reihe der Ehrenmitglieder und dann kommt der Präsident mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt, Professor Dr. Reiter, Präsident des Reichsgesundheitsamtes. Und Präsident des Reichsgesundheitsamtes wählen Sie nur, wenn Sie wirklich überzeugter Nationalsozialist sind, weil das Reichsgesundheitsamt hat ebenfalls eine zentrale Position in der Durchsetzung der rassehygienischen Vorstellung der Nationalsozialisten. Dann gibt es einen Geschäftsführer, Direktor und Vizepräsident, Konrich, der aus dem Saarland kam, und der Professor Reichel ist sozusagen schon seit Urzeiten dabei, und dann werden die ganzen Namen aus allen Abteilungen hier aufgelistet und aufgeführt, was die gemacht haben. Da kommen wir in einer der späteren Sitzungen mal dazu, und dann wird der Landesanstalt angegliedert, sind dann die Flusswasseruntersuchungsämter, also Berlin-Dahlem, Wiesbaden, Hildesheim, Magdeburg, Breslau, eine Ministerialkommission wird noch erwähnt, die sich eigentlich 1935 aufgelöst hat, aber sie wird immer noch erwähnt. Und es wird das Publikationsorgan, die sogenannten kleinen Mitteilungen, auf die wird noch Bezug genommen. Kleine Mitteilungen für die Mitglieder des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene e.V. in Berlin. Durchschnittlich alle 2 Monate ein Heft, 13 Nummern im Jahr, im Handel nicht käuflich. Also man muss Mitglied des Vereins sein, damit man das lesen kann. So. Was? Also, die Landesanstalt gutachtet, und ich habe Ihnen ein paar Dinge gezeigt, welche Rolle einzelne Fälle da spielen. Aber was über die Zeit hinweg ja unbekannt war, die Landesanstalt gutachtet eben auch zu den verschiedenen Lagern. Konzentrations- und Arbeitslager in Auswahl, also Auschwitz, Theresienstadt, Ernsthof, das ist das Lager, was für Peenemünde zuständig ist, nochmal Auschwitz, nochmal Friedland, gibt noch ein paar mehr, das ist die zweite Publikation von mir über die Absicherung des Inhumanen, wie der Titel heißt, wo das alles aufgeführt ist, darauf würde ich gerne später nochmal zu sprechen kommen. Das, was mich vorhin am Kopierer fast umgehauen hat, war das preußische Finanzministerium. Da können Sie jetzt zu Recht fragen, warum das? Das gehört doch eigentlich gar nicht dazu. Und mit dieser Bemerkung hätten Sie auch recht. Aber das preußische Finanzministerium was wir hier sehen, preußisches Finanzministerium
gemeinschaftlicher Geschäftsbereich. Und dann kommen die allgemeine Landesverwaltung, die Landesschulkasse, das ist noch nicht so prickelnd. Und dann kommt die Vereinigten Elektrizitäts- und Bergwerksaktiengesellschaft. Später die FEAG. Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerksaktiengesellschaft. Dann kommt die Preußische Elektrizitätsaktiengesellschaft, die PREAG. Die Preußische Bergwerks- und Hüttenaktiengesellschaft, die PREUSAG. Die Bergwerksgesellschaft Hibernia in Herne. Und ja, das wirkt jetzt nicht so spektakulär, bin ich durchaus bereit einzuräumen, aber dafür haben wir ja die Aufstellung im Detail dieses Finanzministeriums. Und da wird es dann durchaus etwas interessanter, denn da werden, also gut, ja, das, man lernt, das Spannende am Beruf ist ja, man lernt immer dazu. Das hätte man natürlich alles vorher schon mal wissen müssen. Aber dann wissen wir es jetzt. Dieses schöne Handbuch des Preußischen Staates führt dann im Detail auf, was eigentlich die Preußische Elektrizitätsgesellschaft so gemacht hat, wo die sitzt, wer die leitet. Außerhalb der PREAG, dann kommt die Beteiligung, an welchem Unternehmen ist denn die Preußische Elektrizitätsaktiengesellschaft beteiligt. Und das hat mir eigentlich schon, also man ist manchmal wirklich wie verblendet, ja, aber ich kann sagen, es war vor dem Kopierer, wo sozusagen die Erleuchtung kam. Sie sehen die Preußische Bergwerks- und Hüttengesellschaft und Sie sehen, Sie dürfen vermuten, dass dann die Beteiligungen kommen und dann kommt von der Preussag die Zusammensetzung vom Aufsichtsrat, von welchen Firmen die Herren herkommen, dann die Hauptverwaltung und dann kommen die Werke. Zweigniederlassung, Steinkohlenbergwerke in Hindenburg-Oberschlesien, Verwaltung, verschiedene Betriebe, Schachtanlage, Königin Luise, Grobe Ostfeld, Westfeld, Schachtanlage, Dehnbrück, Kokerei. Gut, dann gibt es Sandtransportbahn oder zum Beispiel auch ein Bleierzbergwerk, eine Kunstgießerei, eine Brikettfabrik. Und da habe ich so gedacht, es ist eigentlich unglaublich, dass es bisher niemandem aufgefallen hat. Über die Tätigkeit der Preußischen Landesanstalt für Wasserboden- und Lufthygiene, der späteren Reichsanstalt für Wasser- und Luftgüte, hat sich der Staat möglicherweise in größtem Umfang selbst kontrolliert. Das heißt, alle, auch diese Unternehmen, müssen ja Auflagen erfüllen hinsichtlich der Abgabe von Abgasen, hinsichtlich der Ableitung von Abwässern, hinsichtlich der Entnahme von Wasser für entweder Zwecke der Trinkwasserversorgung oder der Betriebswässer und so weiter. Also auch ich habe nicht alles gelesen, aber ich bin mir sicher, bis zum heutigen Tage, 6. Dezember 2022, ist niemand auf die Idee gekommen, einmal zu schauen, inwieweit denn eine Staatsbehörde im staatlichen Besitz befindliche Unternehmen denn kontrolliert hat. Und das wird eine der ersten Maßnahmen sein, das mal abzuprüfen, ob zu diesen verschiedenen Standorten und die Liste der staatseigenen Unternehmen geht ja dann auf der Seite weiter. Ja, also staatlich Bernsteinmanufaktur, also Bereich Königsberg ist hier angefragt, Zweigniederlassung Erdöl und Bohrverwaltung Hannover, die Bleihütte in Clausthal, von der weiß ich
dass es eine Akte dazu gegeben hat, die da kontrolliert worden ist. Die Unterharzer Berg in Württemberg, ein Erzbergwerk im Rammelsberg. Der Harz war eine Mondlandschaft Anfang der 60er Jahre. Durch die Luftverunreinigung da, Hüttenberg, Herzog Julius Hütte, also fette Akte dazu. Und ja, in Büren war wohl nichts mit Luft, sondern wenn überhaupt nur mit Wasser. Man muss natürlich nochmal auseinanderhalten, ob die entsprechenden Genehmigungen bergrechtlich erteilt worden sind. Dann sind halt nicht die Gewerbeämter zuständig, sondern die Bergämter. Und wenn sie bergrechtlich erteilt worden sind, dann ist möglicherweise sogar das Wirtschaftsministerium die Behörde, die dann die Aufsicht führt und eventuell mittels der Wahrnehmung geführt hat. Aber es ist eben, wie gesagt, nicht unwahrscheinlich, dass sich der Staat selbst kontrolliert. So. Was wird voraussichtlich passieren, wenn eine staatliche Behörde eine andere staatliche Behörde kontrolliert? Wenn es nicht der Rechnungshof ist, ist die Prognose nicht viel. Und das lässt uns mit düsteren Vorahnungen auf diesen umfassenden Aktenbestand in Berlin blicken. Und natürlich mit einem gewissen frohen Forscher- und Entdeckerdrang. Und das ist sozusagen der, also ich kann es eigentlich immer noch gar nicht glauben, dass der keiner gesagt hat, aber das scheint offenkundig so zu sein. Wie gesagt, soll der will den Mund nicht zu voll nehmen, man findet ansonsten immer noch was. Aber zu so Dingen, die die Landesanstalt auch unternommen hat, man hat zum Beispiel in der Magdeburger Zeitung Morgenausgabe 25. September 1939, also es gibt, wenn es wirklich 39 war, also muss man nochmal nachgucken, es gibt ein Umlaufverfahren, gut, es kann auch ein 3 sein, aber es könnte auch eine 9 sein. 25.09., 33, kann auch 33 sein. Also beim Umlauf mit Datum wird gekennzeichnet. Auf dem Dach des Instituts sollen Bestandteile der Luftwehr festgestellt. Ja, das ist doch großartig. Berlin-Dahlem, ja, ringsrum hübsche Villen, gegebenenfalls Mehrfamilienhäuser für Beamte. Forschungsinstitute in der Nachbarschaft und wenn Sie mal schauen, wo die Installation hier verankert ist, nämlich an der Regenrinne und was man so einfach auf dem Dach mal so als Wissenschaftler macht. Ja. Also ich sehe da kein Absperrgitter. Das war halt der nächstgelegene Arbeitsplatz, den man zur Verfügung hatte. Und im rückwärtigen Bereich war durchaus noch ein bisschen Freiluftanlage. Das ist dann ein Bild der, aus den 1950ern. Ein Versuchsfeld zur Ermittlung von Umrechnungsfaktoren. Also es ist nicht nur begutachtet worden, es ist tatsächlich wissenschaftlich gearbeitet worden. Und was hier im Bild zu sehen ist, das sind verschiedene Instrumente zum Auffangen von Regenwasser. Und da ist die Frage Nummer 1, fangen alle diese Auffangbehälter die gleiche Menge an Regenwasser aus dem Regenguss auf dem Acker? Also die Grundannahme ist, dass die Wolke nicht nur hier links lang zieht, sondern auch auf dem Sektor, dass es in diesem Bereich gleichmäßig regnet. So, sind also alle gleich geeignet, dann müssen sie das gleiche Volumen Wasser aufgefangen haben. Und dann ist die nächste Frage, sind die Gehalte an Schadstoffen, Staub, Schwefelverbindungen, Salze, denn gleich miteinander vergleichbar? Oder warum ist das nicht der Fall?
Und was man bis in die 1980er Jahre nicht zu Wege gebracht hat, war die deutschen Methoden zur Feststellung der Emissionsbelastung mit den Methoden, die in anderen europäischen Ländern verwendet worden sind, zu harmonisieren. Von Heinrich von Lersner, dem ersten Präsidenten des Umweltbundesamtes, den wir hier bei Bäumchen pflanzen sehen können, stammt der Spruch: auf den Wert 50 einigen wir uns in internationalen Kommissionen immer schnell. Was Zeit in Anspruch nimmt, sind die Verhandlungen über die Messverfahren und die Einheiten, mit denen der Wert 50 dann bezeichnet wird. So, und Sie können mit dem Wert 50 Mikrogramm pro Kubikmeter nach deutschen Messverfahren am Niederrhein oder im rheinischen Industriegebiet vom Kohlekraftwerk betreiben. Und wenn Sie die Messverfahren nehmen, die in Belgien und in den Niederlanden verwendet werden, dann können Sie es halt nicht mehr. Und dann ist auf internationalster Ebene, auch in der Sowjetunion, darüber verhandelt worden, welches Messverfahren denn jetzt am passabelsten ist. Und ist keine Einigung erreicht worden und miteinander harmonisieren kann man die Verfahren auch nicht. Und zu diesem Zeitpunkt war ich dann aus der aktuellen Diskussion um die Luftverunreinigung ausgestiegen, weil dann hat mich noch die Geschichte interessiert. Aber so bis Anfang des Jahrtausends war man eigentlich auf dem gleichen Stand, dass man noch seine Töpfchen ausgestellt hat, um Messwerte miteinander zu vergleichen. Okay, so. Jetzt war heute ein Merkzettel, den könnten Sie, also Sie müssen ihn nicht auswendig lernen, aber Sie wissen, dass 1932 das Preußische Ministerium für Volkswohlfahrt aufgehört hat zu existieren und dass die Kompetenzen dann ans Innenministerium übergegangen sind, was die Warenaufsicht anlangte und dass das stabil durch die ganze NS-Zeit, die folgende NS-Zeit auch der Fall war. Über den Wechsel der Personen in der Leitungsebene reden wir noch entweder beim nächsten oder beim übernächsten Mal, über die Arbeiten zu den Konzentrationslagern auch und über die Konsequenzen, die sich aus den verschiedenen Ansätzen zur Aufarbeitung der Geschichte anderer Ministerien ergeben für die Aufarbeitung der Warburg-Geschichte, reden wir dann auch noch. Die Erfahrung der Sitzung in der letzten Woche hat mich dann dazu geführt, dass das wahrscheinlich doch wieder ein Überfordern der eigenen Möglichkeiten ist, alle Ministeriumsgeschichten zu versuchen im Detail hier darzubringen, weil ich habe dann über die Geschichte, die Ralf Banden über das Reichsfinanzministerium geschrieben hat, Hitlers Steuerstaat, das ist nicht handhabbar. Ja? Also wenn wir alle in der Lage wären, heute unsere Steuererklärung sofort und ohne Unterlagen zu machen und uns deshalb so in der Steuergesetzgebung auskennen würden, dass wir das tun könnten, dann könnte man darüber reden. Aber welcher Paragraph in der Körperschaftssteuer sich warum, wann geändert hat, das reißt dann niemanden vom Hocker und ein paar wohlgesonnene Menschen braucht man, die mir zuhören. Dann kommt auch der Denkfluss in Gang. Schönen Dank, dass Sie gut waren.